Hi Leute, herzlich willkommen am Wasser. Bevor ihr das erste Mal mit so einer kleinen Baitcaster-Rolle hier werft, da sollte die Rolle auf alle Fälle richtig eingestellt sein. Diese Rolle hier, viele andere auch, die hat drei verschiedene Bremssysteme und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Auf der Kurbelseite liegen zwei Bremsen. Zum einen die Sternbremse und zum anderen die Spulenbremse. Auf der anderen Seite der Rolle findet ihr die Magnetbremse. Fangen wir mal mit der Sternbremse an. Die ist am auffälligsten. Das ist quasi eure Drillbremse. Das heißt, wenn ihr einen Fisch am Band habt, dann könnt ihr darüber bestimmen, wie leicht es der Fisch hat oder eben auch, wie schwer Schnur von der Rolle zu ziehen. Jetzt ist die Bremse relativ weit auf. Ich drehe sie mal ein bisschen fester und dementsprechend wird es dann halt auch schwieriger und schwerer, Schnur von der Rolle zu ziehen. Mit der Spulenbremse regelt ihr, wie schnell sich die Spule im Wurf drehen soll. Die Bremse solltet ihr auf jeden Köder individuell einstellen. Am besten erstmal festdrehen, dann langsam öffnen, sodass der Köder wie hier relativ langsam Schnur von der Rolle nimmt. Ansonsten überdreht sich die Spule und es besteht Perüttengefahr. Bei der Magnetbremse habt ihr die Wahl zwischen der Minimum- und der Maximum-Einstellung. In der Endphase des Wurfes, wenn der Köder langsamer wird und dann auf die Wasseroberfläche trifft, regelt sie, dass sich die Spule möglichst nicht weiter dreht. Als Anfänger solltet ihr am besten erstmal das Maximum einstellen. Und noch ein Tipp, in dieser Phase ist euer Daumen übrigens die beste Bremse. Einfach auf die Spule drücken, dann verhindert ihr ein Überdrehen komplett. Ja, wie ihr seht, die Einstellung bei so einer Baitcaster-Rolle ist kein Hexenwerk. Wenn man so ein paar Sachen beachtet, funktioniert das ganz hervorragend. In diesem Sinne, viel Spaß damit und viele Grüße hier vom Wasser.